Der letzte Testlauf hat ja nicht so gut funktioniert, deswegen sind wir jetzt ein paar Teile nochmal durchgegangen, was man da verbessern könnte. Haben da ja auch schon ein paar Ansätze gefunden. Die Teile, die gleich gezeigt werden, sind alle schon in der Produktion, allerdings noch nicht fertig. Hier zum Beispiel ist die hintere Achsenhalterung. Hier wurden auch noch ein paar Maße verändert, um die Spaltmaße kleiner zu machen. Ebenso wird das jetzt aus Stahl gefertigt, nicht mehr aus Messing, was ja deutlich hitzebeständiger ist. Das ist die vordere Luftumlenkung. Hier wurden ebenso ein paar Maße verändert, um einen insgesamt höheren Wirkungsgrad zu erzielen. Genauso wie die Winkel der Blätter, sage ich jetzt mal, verändert wurden auf ziemlich genau 30 Grad. Das seht ihr jetzt gleich auch nochmal in einer kleinen Veranschaulichung. Das sollte den Luftfluss deutlich verbessern. Bevor wir jetzt aber zum Starter kommen, jetzt mal ein ganz anderes Thema. Und zwar hat ein Team von uns beim Red Bull Kettenreaktionscontest teilgenommen. Da wäre es super, wenn ihr uns unterstützen könntet mit eurem Vote. Dazu geht ihr einfach auf die Red Bull Seite Kettenreaktion und votet dann für das Team Smart Film Projects. Wir würden uns sehr darüber freuen. Ebenso haben wir auch noch aus Blech einen einfachen Starter hinzugefügt. Den seht ihr jetzt hier. Der wird dann quasi in die Brennkammer noch reingesetzt, da das aus platztechnischen Gründen sehr schwierig werden würde. Aber ich denke, das sollte funktionieren.